Mein Name ist Ida Riegels und ich bin eine Cellistin aus Kopenhagen. Als ich folgende Geschichte hörte, dachte ich erst, das kann nicht wahr sein. Als Johann Sebastian Bach 20 Jahre jung war, bat er um 3 Wochen Urlaub von seiner Anstellung als Organist in Arnstadt. Er wollte gerne nach Lübeck reisen, um dort den großen Komponist und Organist Dietrich Buxtehude zu treffen. Von Arnstadt nach Lübeck sind es über 400 Kilometer. Und wenn man den Quellen glauben soll, ging Bach den gesamten Weg zu Fuß. Diese Geschichte passte nicht wirklich in mein Bild von Bach als altehrwürdiger Komponist mit Perücke, wie man ihn von dem berühmten Porträt kennt. Es stellte sich aber heraus, dass auch die Bach-Experten glauben, dass die Geschichte wahr ist. Mir kam sofort die Idee, eine Reise in Bachs Fußspuren zu unternehmen und entlang der Strecke Konzerte mit seiner Musik zu spielen. Es wäre fantastisch, den gesamten Weg zu Fuß zu gehen. Da ich aber ein Cello mithabe, habe ich mich dazu entschlossen, mit dem Fahrrad zu fahren. Das Programm, das ich spiele, besteht aus Solowerke für Cello, Blockflöte und Klavier, allesamt von Bach. Heutzutage ist es nicht so üblich, dass ein einzelner Musiker 3 verschiedene Instrumente spielt. In Bachs Zeit aber war es überhaupt nicht Ungewöhnliches und Bach selbst spielte Orgel, Cembalo und auch Violine. Ich denke, dass diese kleine Geschichte einen interessanten Einblick in Bachs Lebensweise als Musiker und Komponist bietet. Wenn es Sie interessiert, können Sie meine Reise in Bachspuren nächsten Sommer in Bildern und Erzählungen auf meiner Webseite mitverfolgen. Und natürlich ist es auch möglich, den Konzerten zwischen Arnstadt und Lübeck beizuwohnen.